Hallo, ich bin der Olli und ich habe mich mal dazu entschlossen, ein Let's Play zu machen von Minecraft, weil Minecraft mittlerweile seit über einem Jahr sich weit genug entwickelt hat und es genug Modifikationen gibt, die es ins Spiel gemacht haben und ich noch ein paar Modifikationen mit dazu genommen habe, die sich als würdig erwiesen haben. Die Mods, die ich besonders showcase, sind Millionär, das Mod, das Städte mit aufbaut, die Handel treiben mit dem Spieler und mit anderen Städten anscheinend. Die Städte werden immer größer und die Bevölkerung wächst und hat ihre Berufe. Und ich werde den Mod Vault Cities showcasen, ein Mod, der sehr große Ruinen und auch Untergrundhöhlen und Untergrundruinen in das Spiel generiert. Ich habe schon wahnsinnige Ruinen damit entdeckt und einiges erforscht und es ist voller Überraschungen und auch voller tödlicher Fallen und Labyrinthe. Andere Mods sind nur nebenbei Mods, die ich sehr wichtig finde und die auf jeden Fall ins Spiel mit reingehören. Dazu erkläre ich später mehr. Jetzt erstmal ein bisschen Holz und ein bisschen Wolle holen. Das ist wichtig. Schaf, ja, Schaf, ich hab dich auch lieb. Komm. Ich kümmere mich gleich um dich. Wenn ich ein Schwert hab. Ja, du kommst noch dran. Du hast mich gerade weggeschubst. Das gibt Rache. So, 4 Stück Holz und dann geht's los. Mäh. So. Ist gut, du bist so gut wie tot. Nerv nicht. Dummes Schaf. Ja. So, einmal die Standardwerkzeuge. Ich werde nicht sehr viele, sehr große Sachen bauen. Ich werde mehr erkunden und ein Nomadenleben führen. Wenn ich sehr schöne Orte finde und werde ich diese Orte ausbauen. Und wenn ich öfters an den gleichen Orten vorbeikomme, werden diese Orte dementsprechend ausgebaut. Der Millionär-Mod ist ideal dafür. Oh, da sehe ich auch schon eine Ruine, eine sehr große Ruinenstadt. Und ich habe da gerade eine kleine Millionärsiedlung gesehen und die werde ich dann gleich mal ausbauen, indem ich dem Holz gebe. Was ich auch sehr wichtig finde in Minecraft ist dieser Mod, der, wenn ich eine Axt auf einen Stamm benutze, dafür sorgt, dass der gesamte Stamm weggeht. Schwebende Stämme gehören nicht in Minecraft. Ich weiß nicht, wieso es seit einem Jahr immer noch schwebende Stämme in Minecraft gibt. Das ist Unsinn. Kunst, Kunst. So, ich brauche noch mehr Wolle. Ein Nomadenleben fordert viel, viel Wolle, weil ich dauernd irgendwelche Betten an verschiedenen Orten baue. Ich werde dokumentieren mit Schildern, wann ich wo eine Siedlung gebaut habe, beziehungsweise wo ich übernachtet habe und was ich Großartiges gemacht habe. Die Schilder werde ich später in irgendeinem Map-Editor hoffentlich benutzen können als kleine Karte, wann war ich ungefähr wo. Die Schilder werden mich auch daran erinnern, regelmäßig die Aufnahmen abzubrechen, damit die Videos nicht zu groß werden. Ja. Und die Aufnahmen nicht wie beim letzten Test völlig in die Hose gehen. Na. So. Ein Mod, der auch sehr schön ist und auf dem ich seit einem Jahr gewartet habe, ist ein Mod, der Wasserreflexion macht. Dieser Mod reflektiert alles. Er reflektiert sogar mich selbst und alle Objekte im Wasser. Und unter Wasser reflektiert er und wubbelt er das ganze Wasser. So, ich habe 3 Wolle. Dann werde ich mal die Siedlung besuchen. Und er sieht einfach nur geil aus. Leider gibt es hier keine Insel oder Struktur, die sich gerade im Wasser spiegelt. Aber das Wasser ist wesentlich klarer, es ist wesentlich fieser. Man sieht es nicht so deutlich. Und hier ist eine
Millionär Siedlung, Kamal-Babab-Igobob, was auch immer das alles heißt. Ich denke ja, das ist eine Minengebäude. Die machen in der Regel am Anfang nur Glas in ihren Öfen. Das ist ja schön, dass die Städte auch wachsen, wenn man nichts tut und nur in der Nähe rumsteht. Okay, Moment. Ah, okay, das ist ein kleines Hindernis und das ist ein sehr praktisches Hindernis. Die 1.8er Ravinen-Schluchten. Und da habe ich auch schon ein bisschen Kohle und ein bisschen Erz gesehen. Was zum Henker? Wie? Ach du Scheiße. Okay, ja, ein sehr schöner Start. Ein bisschen Lava, ein bisschen Wasser im Ozean. Ja, wunderbar. Mal gucken, wie das wird. Das kann nur schlechter werden. So, könnte ich bitte da zu dem... Ja. Die Millionärstädte kaufen einem auch alles Mögliche ab, je nachdem welcher Stadttyp das ist. Manche machen ihre Gebäude aus Lehmziegeln. Da hat man eine gute Verwendung für Sand und Erde. Manche benutzen sehr viel Holz und Stein. Und im Laufe der Stadtentwicklung wollen sie eben auch gebrannte Ziegel und die gebrannten Ziegelsteine haben. Und das ist sehr schön, das macht endlich einen Sinn, dann die ganze Kohle, das ganze Geröll und den ganzen Sand, den man im Laufe des Spiels anhäuft, sinnvoll zu verwenden, damit irgendwas Schönes sich irgendwo entwickelt. So. Und dieses Spiel wird wieder recht angenehm. Oh, die Ravine ist schön gebogen. Das ist fast ein Amphitheater. Ich glaube, ich hätte schon viel eher eine Steinaxt machen sollen. Ich Depp. Gib mir ein bisschen Holz für eine Deckbank. So. Damit ich mir eine bessere Axt machen kann. Das ist halb so wild. So. So. Sehr schön. Nicht ist das schlauste Methode, aber egal. Ich sehe Eisen in der Nähe. Das muss einfach mal ganz schnell sein. Nein, 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 nein! Noch Minno. Ah. Es ist runtergefallen. Ich habe nur ein Eisen bekommen. Ja, Zombies. Ach, sieht der Wasserfall toll aus mit den Wasserreflexionen. Ich liebe diesen Mod. Bisher war es relativ umständlich, immer die Mods auf dem neuesten Stand zu halten. Mittlerweile geht das mit 1.81. Aber was mit den 1.9 Beta 1 und Beta 2 Releases abgeht, damit ist keinem Modder geholfen. Die ärgern sich bestimmt zu Tode. Und es fehlen mir auch einige sehr schöne Mods, die ich in 1.7 sehr gemocht habe. Wie den Finite Water Mod, der richtig schön physikalisch fließendes Wasser in Minecraft reinbringt. Pumpbares, brennbares Öl. Und richtig schöne Wasserphysik mit Druck. Okay. Das war ein glücklicher Sturz. Gut, dass ich dafür gesorgt habe, dass das Wasser hier runterfließt, sonst wäre ich jetzt schon tot. Ich denke, das Glück ist den Dummen heute. Ah, nichts wie raus hier. Ist hier zufällig mein... Ich glaube, scheiße. Scheiß auf das eine Eisenerz. Das ist mir mittlerweile egal. Ich grab nur noch um mein Leben. Wow, nein, 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 nein. Das Geräusch ist nicht gut. Ich habe keine Fackel, ich habe kein Schwert. Ich habe gerade erst angefangen und bin schon in einer tiefen, tiefen Schlucht. Das ist nicht schön. Nicht schön. Ich will hier raus. Ich habe natürlich doch ein Schwert, aber es ist nicht so der Bringer. Das hält nicht lange. Wie soll ich wieder rauskommen? Ich will nicht mehr.